Unter eisigen Landschaften verbergen sich viele Geheimnisse. Mit dem globalen Temperaturanstieg infolge der Erderwärmung wird einiges freigelegt. Von der schockierenden Entdeckung eines 30.000 Jahre alten tödlichen Virus bis hin zum Fluch des Höhlenmenschen, der unzählige tötete. Hier sind die 10 im Eis eingefrorenen Entdeckungen, die niemand hätte finden sollen. Amazing! Woohoo! Riesiges gefrorenes Virus. Die globale Erwärmung bringt die Eiskappen zum Schmelzen, was mehr Probleme verursacht, als uns bewusst ist. Denn es kommen neue Viren zum Vorschein. Erst vor wenigen Jahren wurde ein tödlicher entdeckt, der einige hundert Meter unter der Tundra Sibiriens noch immer aktiv ist. Es gibt kein bekanntes Heilmittel für den über 30.000 Jahre alten Erreger. Aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße wurde es Pathos-Virus genannt und gilt als das größte der Welt. Aber keine Sorge, es befällt keine Menschen, sondern nur Amöben. Das ist zwar nicht direkt besorgniserregend, schließt aber die Möglichkeit nicht aus, dass noch gefährlichere Krankheitserreger darauf warten, freigesetzt zu werden. Gefrorener Fuchs. Dass Tiere eingefroren entdeckt werden, kommt sehr oft vor. Schließlich können wilde Geschöpfe in tundraähnlichen Lebensräumen schnell erfrieren. Natürlich kommt es nicht jeden Tag vor, dass sie gefunden werden, aber genau das ist mit dem Fuchs geschehen, den ein Jäger in Deutschland aufgestöbert hat. Der Fund ist jetzt vor einem Hotel in Deutschland ausgestellt und sieht aus wie eine verbogene Statue. Vielleicht wird er als Kunst betrachtet. Oder er wurde dort aufgestellt, um andere vor den Gefahren zu warnen, die sich in der eisigen Wildnis ergeben. Derselbe Mann behauptete, er habe noch weitere Tiere in vergleichbaren Situationen angetroffen, darunter ein Reh. 100 Jahre altes Notizbuch in der Antarktis eingefroren. Man nimmt an, dass es von Robert Scotts letzter Antarktis-Expedition stammt. Das Buch, das George Levick, einem Chirurgen und Fotografen, gehörte, enthielt Informationen, die sehr interessant zu lesen waren. Ironischerweise entdeckte es im Januar 2013 ein anderer Scott, Camp. Der Sommerschnee war geschmolzen und hatte den Fuß von Cap Evans freigelegt. Zu den Überresten dieser verhängnisvollen Reise gehören auch eine in Papier eingewickelte Obsttorte und die Reste einer Dose. Den Experten zufolge ist der Kuchen, der von dem britischen Kekshersteller Huntley & Palmer's hergestellt wurde, in einem hervorragenden Zustand. Er ist bekanntlich unzerbrechlich und hat ein Jahrhundert am kältesten, windigsten und trockensten Ort der Erde überstanden. Mont Blanc-Schätze. Alles begann mit dem Absturz zweier Flugzeuge der Indian Airways 1950 und 1966, was 117 Menschen tötete. Im Jahr 2013, etwa 50 Jahre später, entdeckte ein Franzose eine kleine Metallbox, die von Eis umschlossen war. Sie war mit Hunderten von Diamanten, Rubinen, Smaragden und Saphiren bestückt. Diese waren in Tütchen verpackt und mit der Aufschrift Made in India versehen, was darauf hindeutet, dass sie einem der Opfer gehörten. Der Alpinist war so ehrlich, dass er mit dem Schatz vom Mont Blanc abstieg und zur örtlichen Polizeistation ging. In der Umgebung wurden weitere Nachforschungen angestellt, um Beweise zu finden, die den rechtmäßigen Eigentümer entlarven könnten, aber es wurden keine gefunden. Da sie 5 Jahrzehnte lang eingefroren waren, war auch der Name auf den Paketen verblasst. Der Finder wurde entschädigt. Mysteriöse Alien-Eier im See von Utah. Zwei Freunde, die auf einem zugefrorenen See in Utah unterwegs waren, machten eine ungewöhnliche Entdeckung. Inmitten des Eises stießen sie auf diese seltsame Skulptur. Kleine Löcher ragen durch das Eis und geben ein bizarres Muster frei. Die beiden stellten die Hypothese auf, dass es sich um etwas handelt, das Außerirdische bei ihrer Ankunft auf der Erde zurückgelassen haben. Andere glauben an einen UFO-Landeplatz oder Eier aus einer anderen Welt. Die Beschaffenheit wird als schleimig beschrieben.
Viele Skeptiker behaupten, dass es ein verschütteter Kaffee ist, da eine leere Tasse in der Nähe weggeworfen wurde. Andere denken, sie sei durch Salz vom Eisfischen verursacht worden, während einige sogar behaupten, es handle sich um eine natürliche Eisstruktur. Da die Freunde jedoch keine Substanzproben gesammelt haben, wurde nichts untersucht. Gefrorener Leuchtturm. Manchmal ist es so kalt, dass die umgebende Architektur einfriert. Das kommt häufiger vor, als man denkt, vor allem in Michigan. Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, bilden sich an den Leuchttürmen riesige Eiszapfen. Das Wasser ist jedoch noch nicht gefroren, sodass dieser faszinierende Effekt entsteht. Die gefrorenen Konstruktionen sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Märchenreich, vor allem die Wendeltreppe. Jeden Winter frieren alle fünf an den großen Seen zu. Da die Gewässer alle so überdimensional sind, sind sie für das Wetter verantwortlich. Die exponierte Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für Ausflügler. In der kalten Jahreszeit werden sie wahrscheinlich eine neue Eisschicht bilden. Gepanzerter Dinosaurier. Einige der im Eis entdeckten Kreaturen sind bei weitem nicht so bekannt wie das Wollhaar-Mammut oder der Säbelzahntiger. Ein Nodosaurier mit dem Namen Borealopelta Mark Mitchell wurde 2011 in Alberta, Kanada bei Bergbauarbeiten nördlich von Fort McMurray gefunden. Der etwa 110 Millionen Jahre alte Dinosaurier soll in der Kreidezeit gelebt haben. In dieser gab es viele Raubtiere und Lebewesen, die überleben wollten, mussten einen ausgeklügelten Verteidigungsmechanismus einsetzen. Dieser Dino war gezwungen, Stacheln und Panzer zu entwickeln. Seit 2017 ist er im Royal Tyrrell Museum in Alberta ausgestellt. Kämpfende Elche. Vor einigen Jahren wurden in der Nähe einer abgelegenen Gemeinde an der zerklüfteten Westküste Alaskas zwei Elche entdeckt, die im Kampf eingefroren und in Eis eingeschlossen waren. Zwei Freunde machten einen Spaziergang in der Nähe des Covenant Barber Camps und stießen dabei auf sie. Es gibt verschiedene Erklärungen für ihren Tod. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie um ein Weibchen buhlten, als einer von ihnen bewusstlos wurde oder einen Genickbruch erlitt, und da sich ihre Geweihe verhakten, nahm er den anderen mit. Die Jungs und einige ihrer Kumpels beschlossen, ein paar Tage später zurückzukehren, um sie aus dem Eis zu holen. Es erwies sich jedoch als zu schwierig. Also entfernten sie stattdessen die Köpfe, die gewaschen und im Bibelcamp aufgehängt wurden. Verschollene und wiedergefundene HMS Terror. Forscher in Kanada haben kürzlich neue Fotos eines gut erhaltenen Schiffswracks veröffentlicht. Diese werfen ein neues Licht auf die verhängnisvolle Arktisfahrt, bei der der legendäre britische Entdecker John Franklin starb. Das Wrack der HMS Terror ist in den kalten Gewässern der Bucht von Nunavut, Kanada, praktisch in der Zeit eingefroren, und eine Schlickschicht hat Relikte wie Karten, Logbücher und wissenschaftliche Geräte konserviert. Die HMS Terror und die HMS Erebus brachen 1845 von England aus auf, um einen Weg durch die Nordwestpassage zu finden, blieben aber 1848 im Meereis stecken. Die 129 Besatzungsmitglieder waren gezwungen, das Schiff zu verlassen. Bei dem Versuch, sich zu Fuß in Sicherheit zu bringen, kam einer nach dem anderen ums Leben. Der Fluch des Iceman. Die eingefrorene Mumie des Ötzi wurde 1991 in den Ötztaler Alpen ausgegraben. Mit einem Alter von 5300 Jahren ist er der älteste erhaltene Mensch, der je entdeckt wurde. Fasziniert führten Experten eine Ganzkörperuntersuchung durch, und die Ergebnisse sind nicht gerade erfreulich. Der etwa 40 Jahre alte Mann, dessen Körper mit 61 verschiedenen Tätowierungen bedeckt war, wies bei seinem Tod viele Gesundheitsprobleme auf. Trotz einer frischen Pfeilwunde an der Schulter wurde er durch einen plötzlichen heftigen Schlag gegen den Schädel getötet. 7 Personen, die bei der Ausgrabung halfen, starben 13 Jahre später.
Es gibt zahlreiche Gerüchte über einen Fluch, weil Ötzi nach 53 Jahrhunderten gestört wurde. Berichten zufolge waren 4 Todesfälle mit erheblicher Gewaltanwendung verbunden, während der Rest schwere gesundheitliche Komplikationen aufwies. Zahlreiche Erzählungen deuten darauf hin, dass er sich rächen wollte. Allerdings gibt es keine Beweise hierfür. Ötzi befindet sich heute in einem Kühlraum des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen, das über 300.000 Besucher hat. Was hältst du von dieser Geschichte? Lass es uns im Kommentarbereich wissen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn dir das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.